Mein Name ist Cesar und ich zeige euch heute Popping. Kurze Geschichte zu Popping. Das ist ein Überbegriff für so illusionäre Tanzarten. Da versucht ein Mensch ein Roboter zu sein oder ein Roboter versucht ein, also Mensch versucht Roboter zu sein oder Roboter versucht ein Mensch zu sein. Und es kommt so aus Oakland und San Francisco sind so die Ursprünge. Und auf jeden Fall arbeiten wir viel mit unseren Gelenken und auch mit Spannungen und auch so mit Bildern, okay? Dann lade ich dich mal mit mir ein, gemeinsam so auf deinen Platz zu kommen. Wir fangen erstmal ganz locker an, okay, mit dem Fuß. Und zwar setzt du jetzt den linken Fuß einfach mal nach außen und bleibst kurz stehen und kommst wieder zurück. Und jetzt den anderen Fuß rüber und wieder zurück. Und jetzt nehmen wir einfach, wenn du jetzt den linken Fuß nach außen nimmst, geht die rechte Hand nach oben. Genau, also diagonal, also schräg nach oben, nicht nach vorne. Genau, jetzt kommst du zurück. Und jetzt dasselbe zur anderen Seite. Okay, und wieder zurück. Okay, das machen wir, ist ganz einfach. Also linker Fuß nach außen, rechter Arm nach oben. Eins. Okay, zurück in die Mitte. Dann der andere, genau, wieder zurück in die Mitte. Gut, und jetzt, wir arbeiten ja mit Bildern. Und zwar stell dir jetzt vor, du hast eine Wand da, du schiebst die Wand weg, aber die Wand ist stärker als du, also schieb deinen Körper zur Seite. Genau, und dasselbe hier. Sehr gut, und jetzt ein bisschen nach unten gehen. Genau, und zu der Seite schieben. Okay, wir machen das jetzt mal von Anfang bis hierhin, okay? Sind ganz einfache Bewegungen. Wir fangen an mit 1, zur Mitte, 2, zurück zur Mitte. Sehr gut, Mando. Jetzt schieben wir uns weg. Eins, zwei, jetzt ein bisschen nach unten. Drei, vier. Und jetzt stell dir vor, du hast vorne eine Stange, die hebst du fest und kommst mit zwei Schritten nach vorne. Eins, zwei und richtest dich auf. Okay? Sehr gut. Und von hier klappst du mal so die Arme 90 Grad und legst die Finger auf und unter deine Ellbogen. Und jetzt hebst du die Ellbogen in dieser Form nach oben. Dann die Ellbogen auf Schulterhöhe bringen. Jetzt klappen die Unterarme nach unten. Zack. Okay. Und jetzt schiebst du den rechten Ellbogen unter den linken. Okay. Dass du so in diese Haltung kommst. Sehr gut, Mando. Genau, einfach so. Und jetzt klappen die Hände nach unten. Das ist ein richtig guter Move. Meine Schüler feiern das, die teilen das in den sozialen Medien. Jetzt hast du die Handgelenk. Jetzt klappt erst das obere Handgelenk nach unten. Genau, einfach nach unten klappen. Genau, jetzt das andere. Sehr gut. Und jetzt Ellbogen nach unten klappen, Handgelenk geht nach oben. Dasselbe mit dem anderen. Sehr gut, Mando, das gefällt mir richtig. Jetzt die Fingerspitzen aneinander berühren. Und jetzt kommst du in Prey Position. Genau, jetzt die Hände nach unten und die Arme hängen lassen. Sehr gut, wir machen das, okay, ich wiederhole das. Bis hierhin erstmal, okay? Also gut, wir fangen von vorne an. Also Fuß nach außen, Arm hoch, seitlich nach oben. Und mit der anderen Seite. Okay. Hängt das Bild gerade? Okay, Mando ist weg. Wir machen weiter, okay? Diejenigen, die von zu Hause mitmachen, von vorne. Okay, Arm nach oben, Fuß nach außen, zurück zur Mitte. Dasselbe zur anderen Seite. Wieder zur Mitte und jetzt schieben wir uns weg. Eins, zwei, drei, vier. Stell dir vor, du hebst dich jetzt vorne fest. Und kommst mit zwei Schritten nach vorne. Dann die Ellbogen 90 Grad klappen und aufeinander legen die Finger. Dann hebst du diese Form nach oben. Ellbogen auf Schulterhöhe. Dann nur die Unterarme klappen nach unten. Zack. Okay. Und jetzt rechter Ellbogen unter den linken. Und jetzt klappen die Handgelenke. Ich komme ein bisschen näher, dass du das siehst. Okay. Jetzt die obere Hand klappt. Eins, zwei. Okay. Ellbogen nach unten, Handgelenk klappt nach oben. Drei, vier. Und jetzt die Fingerspitzen hier ineinander, also berühren lassen. Prey Position, Finger nach unten, Arme hängen lassen. Jetzt kommt eine ganz coole Bewegung und dann schwingst du deinen linken oder rechten Arm nach vorne, so dass es so aussieht wie bei mir. Und der Körper ist ja kein starres Gerüst, der ist ja beweglich. Und vor allem haben wir ein Kugelgelenk. Und jetzt schau mal, was ich mache. Ich ziehe meinen Arm gefühlt, ja, so ganz weit nach vorne. Okay, und jetzt kommt mein Hals hinterher, beziehungsweise mein Kopf. Und ich ziehe mit, also die Hand hier führt. Okay, dasselbe nochmal nach unten.
Nochmal hier. Und dasselbe zurück. Schulter zieht nach hinten. Die Hand hebst du an dein Kinn und Kinn zieht nach hinten. Okay, wir wiederholen diesen Part. Achtung, ein Arm nach vorne und dann die andere Hand hebst du deinen Arm und du ziehst ihn gefühlt so aus dem Schultergelenk raus, aber bitte natürlich vorsichtig. Nach vorne ziehen, okay, nur die Illusion erschaffen, dass es hier so rausgeht und dann Kopf hinterher, okay. 2, 3, 4 und jetzt den ganzen Weg zurück. 1, 2, 3, 4, okay. Wir wiederholen das nochmal, diesen Part hier mit der Schulter. Also gut, Arm ist nach vorne ausgestreckt, festhalten, Schulter zieht nach vorne, Arm wird ganz lang. Kopf kommt hinterher und die Hand hier hebt dein Kinn und zieht ihn nach vorne. 2, 3, 4 und zurück. 1, 2, 3, 4, okay? Mal bis hierhin. Wir fangen von vorne an und dann machen wir da weiter. Und zwar, Schritt nach außen, Arm seitlich nach oben. 1, zurück zur Mitte. 2, zurück zur Mitte. Jetzt schieben wir. Richtig fest schieben. Stell dir vor, hier ist eine Wand. 1, 2, 3, 4. Dann vorne die imaginäre Stange halten und mit 2 Schritten nach vorne kommen. 1, 2, aufrichten. Die Hände in diese Form hier bringen. Ja? Ellbogen 90 Grad gebeugt. Dann hebst du die Arme nach oben in der Form. Ellbogen auf Schulterhöhe, die Arme klappen nach unten und jetzt schiebst du den unteren Ellbogen, also den Ellbogen hier, den rechten unter den linken. Jetzt klappen die Hände, eine ganz coole Bewegung, okay? Wir fangen mit dem oberen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? Pray Position und jetzt Fingerspitze nach unten, Arme hängen lassen und jetzt kommen wir hier in diese Übung, wo wir unseren Arm nach vorne ziehen. 1, 2, 3, 4 und zurück. 1, 2, 3, 4. Okay. Und jetzt kommen wir in eine ganz beliebte Form, was auch die meisten kennen, und zwar die Wave. Aber wir machen die Wave ein bisschen abgehakt. Heb deine Arme so parallel auf Schulterhöhe nach oben und heb mal deine Handgelenke, also die Fingerspitzen nach oben. Und wir fangen jetzt hier auf dieser Seite an. Das ist bei dir links, bei mir rechts. Jetzt klappst du dein Handgelenk nach unten. Zack, das ist 1. Jetzt geht dein Ellbogen nach oben. 2, die Schulter. 3, deine Brustbein zieht nach vorne. Ist 4. 5, die rechte Schulter geht nach oben. 6, der rechte Ellbogen. 7, 8. Okay, nochmal die Wave. Ich komme ein bisschen näher, dass du es besser siehst. So, hier wieder klappen. Klapp nach unten. Ellbogen geht nach oben, Schulter geht nach oben, Brust zieht nach vorne, du spürst deine Schulterblätter hinten, wie die zusammenziehen. Schulter geht nach oben, Ellbogen geht nach oben und Handgelenk geht nach oben. Okay? Nochmal ganz langsam zusammen. Wir fangen hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Jetzt das Ganze zusammen und ich mache euch noch einen richtig guten Schluss. Okay? Der macht richtig Fun. Also gut. Von vorne anfangen. 5, 6, 7, 8. 1 zur Mitte. 2 zur Mitte. Achtung, wir schieben. 1, richtig Kraft in die Arme. 2, 3, 4. Vorne halten, mit 2 Schritten nach vorne kommen, aufrichten. Okay? Dann in diese Form hier kommen, Quadrat sage ich immer dazu. Du hebst das Quadrat, Ellbogen auf Schulterhöhe. Die Unterarme klappen nach unten und der rechte Ellbogen unter den linken. Und jetzt klappen die Handgelenke nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pray Position, 8, Arme hängen lassen. Jetzt ziehst du deinen Arm so seitlich nach vorne. Der andere Arm hält und du ziehst deine Schulter nach vorne raus. Dein Kopf folgt, Schulter nach unten, Kopf folgt, Schulter nach unten, Kopf folgt. Schulter zurück, Kopf zurück, Schulter zurück, Kopf zurück, zur Mitte kommen und jetzt die Wave, okay? 1, 2, 3, Brustbein, Schulter, Ellbogen, Handgelenk hoch, okay? Und zurück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und zu guter Schluss, ein schöner Abschluss. Ich habe ja gesagt,
Das sind so, sagen wir, Bewegungen, die illusionär sind und die auch den Geist erfrischen. Ganz genau hinschauen. Vorne habe ich die Faust geballt, hinten ist die Hand offen. Jetzt kommt die hintere Hand, knallt hier auf die vordere, die geht auf, okay, die geht wieder zurück und die andere geht auf, okay? Nochmal von vorne. Hand ist vorne, hinten auf, du knallst hier auf die Faust geht auf, die geht zurück und zurück, okay? Okay, dann lass das mal alles gemeinsam miteinander machen. Und ich leite das langsam an, alle zusammen, okay? 5, 6, 7, 8, 1, Mitte, 2, Mitte, schieben, 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 Stange festhalten, 2 Schritte nach vorne kommen, Quadrat bilden, hoch, Ellbogen auf Schulterhöhe, nach unten klappen und rechte Ellbogen unter den linken, Hände klappen nach unten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pre-Position, 7, 8, Arm nach, seitlich nach vorne ziehen und jetzt die Bewegung. Schulter, Kopf, Schulter, Kopf, Schulter, Kopf, Schulter zurück, Schulter zurück, Schulter zurück, Schulter zurück. Zur Mitte kommen, die Wave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt diese Bewegung und da sagen wir Fit for Future. Okay? Und zwar, ich mache das Ganze mal ein bisschen vor und präsentiere es auch mal, dass ihr mal seht, so wie es aussieht, wenn es flüssig ist, okay? Wer natürlich möchte, macht mit. Ansonsten mache ich das jetzt einfach mal so durch, okay? Und zwar, boom. Fit for future.